Wir sind heute zum SAAC-Camp an der Zugspitz-Arena in Lermoos. Was die Idee hinter dem Camp ist, erfahrt ihr jetzt. SAC kommt ja aus der Lawinenkunde. Wir haben vor mittlerweile 17 Jahren den Verein gegründet. Der Verein hinter dem Projekt SAC heißt Verein zur Information über alpine Gefahren. Und wir haben damals angefangen mit Lawinencamps. Und die Lawinencamps, die kostenlosen zweitägigen Camps, die waren dann so erfolgreich, dass wir zuerst noch das Produkt erweitert haben um Klettern. Und mittlerweile, seit 2 Jahren, bieten wir mit demselben Konzept auch Bikecamps an. Die SAC Bikecamps gestalten sich so, dass am ersten Tag, das ist meistens das Samstagnachmittag, ein halber Tag Theorie stattfindet. Da gibt es eine PowerPoint-Präsentation. Da wird in Kürze kurz mal durchbesprochen, was ist wichtig an Ausrüstung, an Vorsichtsmaßnahmen, an Tourenplanung. Und am zweiten Tag geht es dann in Gruppen, wir haben dann 4 Guides mit dabei, geht es dann wirklich in dieses jeweilige Gebiet, auf die Trails. Da wird geschaut, was man sicher technisch verbessern kann, Fahrtechnik, wenn es notwendig ist, aber natürlich für uns auch ganz wichtig, das gemeinsame Miteinander auf Trails und speziell jetzt das Thema Shared Trails, was muss der Biker beachten, wenn er die gleichen Wege benutzt wie die Wanderer? Also hier beim SAAC Bikecamp in der Tiroler Zugspitz Arena geht es heute folgendermaßen ab. Wir machen jetzt eine Einteilung in 4 Leistungsgruppen. Es ist natürlich sehr wichtig, dass da keiner überfordert und niemand unterfordert ist. Und dann geht es bei folgenden Fahrtechnik-Themen weiter. Wir werden anfangen bei der Grundposition, dann natürlich an der Bremstechnik arbeiten, ein bisschen Kurventechnik, Hindernisse überwinden, Steilstufen runterfahren, ja, bis hin zu Spitzkehren mit Hinterrad versetzen. Da waren gestern ein paar Wünsche da. Also da wird alles dabei sein, vom Basic bis zum Wordriding. SAAC Bikecamp war super, haben ein tolles Wetter gehabt, viel gelernt, super Guide gehabt und jetzt müssen wir nur noch alles halt einsetzen zu Hause und dann sind wir bestimmt nächstes Jahr wieder dabei. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Hasta pronto! Es war total ein super Tag. Danke dem Georg, es war spitzenmäßig, hat uns total viel beibringen können und hoffentlich können wir das auch weiterhin nutzen und ausbauen und irgendwann werden wir tolle Biker. Danke! Also das Camp, ich wusste am Anfang nicht wirklich, was ich mir darunter vorstellen soll, wie es abläuft, aber waren totale 1,5 entspannte Tage, viel gelernt, auch viel über das Verhalten in den Bergen und super Trails, mit Pico und super Guide auch gehabt. So soll es sein.